Liebe Gäste, schauen Sie mal bitte, wie der Zustand ist, das was Sie da sehen, auch hier sieht man es. Das waren die Verbindungen, die mit den Lasttieren unterwegs waren. Vor allem waren das Kamele gewesen. Mit Sonnenaufgang gestartet, bis Sonnenuntergang, haben die Maximum 50 Kilometer geschafft. Ja, und dann haben die deswegen auch so Stützpunkte gebaut unterwegs. Wo wir jetzt da gleich hinaufmelden, da sehen Sie auch Haufen von Ziegenmist. Also da ist Ziegenmist, da haben Sie. Da kaufen die Ziegenmist hier von Ihnen dort. Ich habe mal gefragt, 15 Tonnen Ziegenmist kostet. Das sehen Sie jetzt. Die Ziegen werdet ihr auch fotografieren können. Diese Wohnung, die jetzt hier links zu sehen ist, das ist noch im originalen Zustand. Es wurde also noch mit Sand und Kalk bestimmt. Und Holz ist auch zu sehen. Ja, also zwischen den Steinen ist auch Holz zu sehen, aber kein Zement. Was ist denn die, mit was ist denn das, was ist denn das für Zeug? Welcher meinst du? Das ist ein Kapotenabzieher. Ganz dicht gebaut. Also Mandelbäume und Weintrauben sind hier sehr verbreitet. Diese Wohnung werden wir jetzt besuchen gleich, die mit dem Restauration beendet ist. Also fertig die Restauration hier. Okay, Fruchtbarkeitssymbolisierung. Ich tue mal testen auf die Runde. Mit Töpfchen hat man da Wasser getragen. Liebe Gäste, schauen Sie mal, was hier steht. Das ist in Arabisch zu sehen. Und das ist auch eines von den Grundsäulen des Islam. Also dieser Satz, den man im Arabisch Original auswendig lernen soll. Und das bedeutet, es gibt den Allah als Herrscher und Botschaft kam vom Prophet Mohammed. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Strom und sogar Empfang für Handys. Festnetz gibt es sogar. Aber früher waren auch Wohnungen, die haben kein Wasser. Da sind jetzt hier fünf Wohnungen. Die zweite Etappe Restauration wird hier gemacht, liebe Gäste vom Kulturministerium. Diese Wohnung ist schon fast fertig. Noch einige Kleinigkeiten, die kommen müssen. Und da oben auf der rechten Seite, diese Gebäude wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein Museum werden. Ein ethnografisches Museum möchten wir auch. Aber in der seldschukischen oder auch in der osmanischen Zeit waren Koranschulen gewesen. Und da drüben, wo jetzt nur Steine kurulduğunda köyün su ihtiyacını karşılamak amacıyla Die kannst du jetzt verkaufen. Das ist doch nicht. Die zwei Meter. Doch, da.
Ja, normal nicht. Normal nicht. Es ist einfach als respektables Land zu machen. Genau. Also, so ganz. Schön, schön. Die Dame muss einfach fotografieren. Die Region ist eine Art Kastanienbaum, ist 1100 Jahre alt. Wo auch dann im Winter hier. Goldflieger. Und ich habe gedacht, hier gibt es Gold. Deswegen bin ich mit. Ihr müsst eigentlich ein bisschen paddeln, jetzt mal da runterschlagen, damit sie ordentlich nass werden. Läuft die Aufnahme, oder? Nee, ich habe da Foto. Ich habe schon auf. Nicht sehr klar, aber sieht man doch. Ist mehr drauf. Das ist schade, ne? Ja,
Aber sonst gibt es ja. Kappadokien kann ich sagen, ist einer der besten. Kappadokien ist Weingebiet Izmir, Istanbul, Pamukkale, wo ich bin. Marmara Wein. Ja.